So, die nächste Reihe. Wie gesagt, ich werde mich noch oft genug verbauen. Ich muss dann auch oft genug Ausbesserungen machen. Hauptsache, ein halbes Gebäude ist nicht abgerissen und das ist ja nun ja, nee, kein halbes Gebäude. Es ist ja nur so ein paar Blöcke von der Bibliothek. So ein kleiner Flur, der fehlt. Und dann ist die Schule und die Bibliothek gleich nebenan. So, gut. Ich freue mich dann auf den Straßenbau. Ich frage mich, wie derjenige das gemacht hat, der das hier alles zurecht gebaut hat. Das war bestimmt keine einzelne Person, das war bestimmt ein ganzes Team. Weil von nichts kommt ja nichts. Ob der das privat gemacht hat, unbezahlt, weil viele Mods sind ja wirklich nur privat hier. Dafür haben sie keinen Cent gesehen. Und dafür ist das echt eine Hammerleistung, muss ich sagen. Also die Leute muss man echt loben, die da so viel Kraft investiert haben, ohne irgendeine Gegenleistung zu bekommen. Genau, ja. Ich werde, wie gesagt, erstmal noch ein paar Tage Minecraft zocken hier wieder. Werde ein bisschen was aufbauen. Später werde ich mich dann ein anderes Spiel machen. Ich wollte eigentlich GDR mal machen. Ging aber nicht, weil. Ja, GDR sind ja jetzt Server down. Ich kann es nicht spielen. Ich habe es angespielt und ja, ich habe ein bisschen Chaot gespielt. Ich habe ein bisschen Krankenwagen geklaut und Polizeiwagen geklaut und so weiter. Wollte versuchen, so viele Sterne wie möglich zu bekommen. Also keine positiven Sterne, sondern Polizeisterne. Für mich positiv, weil ich konnte mal eine schöne Autotour machen. Ich konnte so fahren, wie ich es eben nicht in der freien Natur dürfte. Ja. So. Mensch, das geht aber schnell, die Ausbesserung. Wenn ich mich nicht hier. Verhunzeln würde. Ich weiß noch, meine erste Welt, Atlantis. Da habe ich alles selber gebaut, diese ganzen Gebäude selber gebaut. Da habe ich auch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr lang gesessen, um eine riesige Welt aufzubauen. Ich wollte die Welt lange mal wieder spielen, allerdings war das noch Minecraft Alpha von 2012, 2013. Und es ging leider nicht mehr nach den ganzen Updates. Da hat die Welt nicht mehr anerkannt. Ich war natürlich ein bisschen verärgert, aber es geht ja nicht anders. In Bionano hat das in anderen Spielen erlebt, wo neue Updates, große kamen und dann konnte sie ihre Welt nicht weiterspielen. War natürlich auch ganz schön verärgert, aber musste mal wieder neu anfangen. Und das Spiel ist erstmal für mich nach dem ganzen Stress auch auf Arbeit, denn ich arbeite ja in der Schule und in der Eingliederungshilfe und in der Einzelfallhilfe. Also ich helfe allen Menschen, die Hilfe brauchen. Bei ihrem Problem im Alltag, im sozialen Bereich, aber auch im Erziehungsbereich, im pädagogischen Bereich und so weiter und so weiter. Und gegebenenfalls beantworte ich als medizinische Fachkraft auch noch medizinische Fragen, sofern es mir noch in Erinnerung liegt, denn meine medizinische Zeit liegt ja auch schon einige Jahre zurück. Seitdem habe ich eher den Pädagogikbereich angenommen. Kriegt man ein bisschen mehr Geld, zwar auch nicht etwas mehr, aber man hat angenehmere Arbeitszeiten als in der Medizin. Man muss sein Bett nicht immer auf Arbeit aufschlagen. Wer selber Pflegekraft, Rettungsassistent oder Rettungssanitäter ist oder medizinische Fachkraft, kann genau das nachvollziehen, was ich meine. Es macht Spaß, die Arbeit, aber diese Schichten, die Arbeit ist so familienunfreundlich. Und das wollte ich nicht mehr. Und seitdem ich in, ja, in diesem Betreuungsbereich arbeite, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe geregelte Arbeitszeiten, vor allem ich muss Wochenende nicht arbeiten. Wenn mir irgendeine Familie sagt, also ich hatte ja mal eine Familie gehabt. Ich habe eine Mutter, die kam auch nicht aus Deutschland.
den kleinen Finger gereicht in der Betreuung. Ich habe ihr einmal kurz geholfen. Da wollte die doch tatsächlich, dass ich den Jungen abends betreue, Samstag betreue, Sonntag betreue und alles Mögliche. Wo ich dann gesagt habe, hallo, nein, nicht mit mir. Ich habe Arbeitszeiten, die gehen von Montag bis Freitag, von 8 bis 19 Uhr maximal. Und ich und dann hört es aber auch maximal auf. Hat die nicht verstanden. Und dann hat die mich paar Mal im Regen mit ihrem Kind vor der Wohnungstür stehen gelassen, weil sie gemeint hat, nee, ich habe das Kind noch bis abends zu betreuen. Ich konnte das Kind ja nicht so lange draußen vor der Tür stehen lassen, mitten im Regen, alleine. Irgendwann hatte ich dann eine heisere Stimme, war ich auch krank gewesen, weil die mich schon das dritte Mal im Regen im Winter draußen stehen gelassen hat. Und hatte ich das eben den Arbeitgeber gemeldet. Die haben gesagt, nee, wer so unkooperativ ist, der hat eine Betreuung auch nicht verdient. Wir helfen gerne, aber wir lassen uns nicht ausnutzen. Ich war froh, wo ich diese Frau losgeworden bin. Ich habe drei Kreuze gemacht. Sowas gibt es natürlich auch als Mütter und als Eltern, die wirklich alles ausnutzen, skrupellos, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, und denen zeige ich quasi kalte Schulter. Ja, gut. Mit der kleinen Ausbesserung, ich muss das dann auch besser stabilisieren. Ja. Gucke ich mal, wie es hier unten aussieht. So. Dann muss ich hier noch schön ausbessern. Genau. Ja, wenn ich jetzt hier was weghaue, ist ja nicht so schlimm. Ich bessere das ja aus. Bin ja gerade dabei, damit ich hier diese Lücken dann erstmal gefüllt bekomme. So, bei der Universität. Ich glaube, die war gigantisch. Muss ich extrem viel Platz in Anspruch nehmen. Ich hoffe, ich kriege das genau hin. Ohne dass ich wieder 1000 Ausbesserungen machen muss. So, hier. Ja, sieht natürlich ein bisschen doof aus. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Gut, okay. Dann habe ich das schon mal. Hier habe ich auch was gemacht. Ja, schaut mal dieses Riesengebäude an von oben. Das ist gigantisch lang. Ich glaube, das war die Schule. Ne, die Turnhalle. Was war denn die Universität? Oh Gott, die kommt ja als nächstes. Die gehen mitten in in das Dorf rein. Naja, gut. Kann ich nicht dafür. So, ich werde jetzt mal hier so ein bisschen. Ich weiß nämlich nicht, was mich jetzt hier erwartet. Oh, das ist die Universität. Na, die ist ja niedlich. Die ist ja wirklich niedlich. Waypoint. Noch ein Wegpunkt? Ich weiß nicht, was die ganzen Wegpunkte hier zu bedeuten haben. Ich habe gedacht, die wäre größer. Jetzt haben wir natürlich wieder hier ein bisschen was im Inventar, was natürlich wieder raus muss. Ich packe das einmal mal hier oben hin. Wir waren in der zweiten Reihe. Wir waren hier bei denen. Gute Frage. Was war das? Lass das bitte nicht so groß sein, bitte.
So, kannst du mal fliegen? Dankeschön. So, nein. So. Glück gehabt, ist nicht so riesig. Also kann ich da mit einer großen Straße, die nach links und rechts geht, gegebenenfalls mal ran. Jetzt gehe ich natürlich ein kleines Risiko ein, indem ich das hier hinsetze, ohne zu wissen, was es ist. Ja, kannst du mal runter hier? Dankeschön. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich gehe jetzt einmal mal hier raus. Das geht die. Oh, habe ich ein Schwein. Das geht direkt hier ran. Das ist so ein Hochhaus. Das geht direkt. Natürlich haben die dann keine große. Ja, ist egal. Da gehen dann Wege hier überall lang und so weiter. Muss ich dann mal austesten. Das ist wieder sehr eng bemessen. Ich dachte, es wäre dann hier in der Mitte. Aber das ist eben nicht der Fall. Und das muss man eben bei diesem Mod eben gut einschätzen. So, das fliegt jetzt mal raus. Jetzt kommt das hier. So. North. Ich weiß nicht, was hier überall ist. Ja, nehme ich mal hier diesen hohen Turm. Light Blue. Spiral. Müding. Spiral. Was ähnliches. Blau. Ich war hier. Okay. Dann gehe ich jetzt mal da lang. Hier endet das Dorf. Und jetzt gehe ich mal hier so. Genau. Jetzt kommen die etwas höheren Gebäude hier. Muss ich wieder warten wegen der Aufnahme?